Und damit, moin moin, immer noch ganz alleine hier auf dem Server. So vollkommen alleine. Das Viech oxidiert ja immer noch irgendwo rum. Ich habe es gesehen. Da. Eben ganz kurz im Off. Bin ich mal kurz losgestratzt, habe da hinten irgendwo einen Affen gekillt. So ein Mini-Affen. So ein Kacke-Werfaffe. Gab nochmal ein bisschen Halt. Oh, wenn ich nur wüsste, ob die Viecher jetzt harmlos sind oder nicht, ey. Ich möchte mich auch jetzt eh noch nicht gesagt so ganz weit. Warum liegt hier ein toter Fisch rum? Von meinem Zuhause entfernt. Weil ich, wie gesagt, A, noch alleine bin und B. Und B halt. Ich finde das alles doof. So, komm, ihr könnt da drin ein bisschen verrotten. Ich brauche das mal. Ich schon wieder so ein Scheiß da drin. Alter. Scheiß drauf. Auch wenn es ein PvE-Server ist. Habe ich dadurch Halt gekriegt? Nee, natürlich nicht. Oh, Fleisch, toll. Bombe. Boah, Alter. Ach ja, das Ding hat mich gebissen. So. Und Chitin habe ich natürlich schon mal was. Ich brauche nur noch 6 Halt, um mir ein Bett zu bauen. Um hier respawnen zu können. Das war eine der Spinnen, die da hinten rumrannte. Aber ich bin der Meinung, ich habe da 2 gesehen. Zufällig schon. Oh ja, ich kann. Das macht es natürlich jetzt ein ganz klein wenig einfacher. Aber auch nur minimal.
Brauche fucking Halt. Da hinten ist noch so ein kleines Viech. Über 130, eine Bombe. Keine Alternative, komm her. Nee, komm. Näher in mein Haus, in meine Hausrichtung, bitte. Stirb schon. Jetzt muss das hoffentlich langen für ein scheiß Bett. Wo ist das scheiß simple Bett jetzt? Das fehlt mir jetzt für Besetz. Ich kriege eine Krise. Rein da. So. Jetzt aber. So. Jetzt kann es weitergehen. Ja, du kriegst gleich was zu trinken, du Nervbacke. Mortal und Pestel, Mortal, Pestel, Mortal, Pestel. Habe ich da, weiß ich, das ist da, da habe ich das gesehen. Ah, da brauche ich auch wieder Heid und Steine. Okay, Steine habe ich aber noch. Daran soll es nicht scheitern. Ich denke mal. Mein Heidproblem. Daran scheitert es. Lass mal das Holz noch hier. Setsch lasse ich hier. Fiber lasse ich hier. Das Fleisch lasse ich hier. So. So, jetzt hier mal hier links um die Ecke marschieren. Mal sehen, ob ich da noch irgendwas abschlachten kann. Müssen wir merken, wo ich hingegangen bin. Juhu. Und das ich mit meiner Orientierung. Oh Mann. Das dürfte hier Salz sein, oder? Nee, auch Kristall. Okay. Was ist das denn? Die Bushaltestelle oder was? Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste ich doch inzwischen Dings bauen können. Bin ich jetzt richtig gegangen? Scheiße. Wo bin ich hier? Von wo bin ich gekommen?
scheiß Dodo. So. Hat jemand mein Zuhause gesehen? Scheiße! Ich krieg hier Plack. Und ich sag noch. Ja klar, ich könnte mich jetzt umbringen lassen und dann wäre ich auch wieder zu Hause. Schon wieder? Wisst ihr was? Ich will das jetzt wissen. Ich packe jetzt mal die Waffe ein. Trink noch ein Schlückchen. Und lasse ich mich da von dem Viecher umbringen. Ich will wissen, ob die Viecher aggro sind. Ich glaube, das beantwortet gerade meine Frage. Was hat er denn hier niedergemäht? Ein Dilo. Warum auch immer. Wo verfickt noch eins habe ich mein Haus hingestellt? Entschuldigung. Ja, du mich auch.
Alter. So, was seid ihr wirklich hier? Seid ihr Aggro? Defense Unit Level 5. Gute. Nicht aggro. Gut. Haben wir das schon mal geklärt? Also zwischen denen können wir rumlaufen. So, jetzt wäre es natürlich noch schön, wenn man sein Haus wiederfindet, ne? Wir haben festgestellt, dass die Viecher schon mal nicht aggro sind. Was also mal ganz generell toll ist. So. Generell gesehen. Frage ist, ist der aggro? Ach, werden wir auch gleich sehen. Wir laufen hier einfach weiter jetzt. Guten Tag. Was bist du? Wild Enforcer Level 25. Aggro? Sieht nicht so aus. Was war das? So, wir wissen, diese Wild Enforcer und diese anderen Viecher sind nicht aggro. Und ich glaube, hier ist mein Zuhause. Uff. Was uns ja schon mal generell recht glücklich macht. So rein theoretisch, Tür zu. Und ich habe ein Level-Up. Mortal und Pesteln. Wir brauchen noch Steine. Steine habe ich. Aber nicht genug. So, noch da. You. Stamina. Definitiv Stamina. So, wir könnten jetzt schon Holzteile bauen, auch sehr schön. Das ist langt. So. Mahlzeit auf gute Nachbarschaft, ne, mein Freund?
Ja, lass rüber, ich will mich rüber. Ist okay. Ist okay. Also wir wissen, dass diese Viecher alle nicht so wirklich aggro sind, was ich gar nun ganz generell nicht so scheiße finde. Aua. Ich habe es mir bis dato schwieriger vorgestellt. So, ihr seht mein ähnlich in mein ziemlich gleich aussehenden Aufbau, wie ich eigentlich immer mache. Strohhütte, Box, Feuer. Reibschale, fertig. Alles gut. Läuft. Aber man soll sich von altbewährten ja auch nicht immer trennen, nicht? Split, split, split one. Ach nee. Split all. So, zack. Spoiled Meat rein da. So, hier haben wir noch ein bisschen Metall. Das vergammelt in 18 Minuten, um Gottes Willen. 11 Minuten. Können ein bisschen Sparkabel herstellen, wa? Das dann mal rein. Natürlich hätte ich jetzt die S-Plus-Teile viel lieber. Muss ich jetzt in meiner Schande gestehen, aber nur have no can do, ne? Das kann da auch schon mal rein, dann kann ich schon mal, glaube ich, eine Cortex herstellen. Gibt Level. Und nebenbei stopfe ich mir ein Zigarettchen. Ich fühle mich gerade, muss ich ehrlich gestehen, wie damals. Als ich angefangen habe, ARK zu spielen, und von noch nichts, aber wirklich von rein gar nichts im Plan hatte, so komme ich mir gerade vor. Und komplett ohne Mods seinerzeit. Wo ist dies? Sieht man das eigentlich auf dem Bild? Nö. Nicht, dass es heißt, ich mache hier Schleichwerbung für irgendwelche Tabakwaren oder sowas. Das wollen wir ja nicht. Ja, ich stopfe zwischenzeitlich auch mal meine Zigarettchen selber. Aroweil ist billiger. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich eigentlich viel lieber in die Schachtel greife und meine Zigaretten raushole. So, das haben wir erledigt. Check. Muss schon gleich wieder saufen. Um nicht genau zu sein jetzt. So, wir sehen hier ganz viele Eisensteinchen. Kleine, diese Flusssteinchen, Eisenflusssteinchen. Wir haben Kristall. Oh, ich bin todmüde. Stein und alles Mögliche. Moment mal. Aber wie gesagt, ich bin momentan noch auf diesem Server
Mutterseelen allein. Metall haben wir auch wieder mitgebracht. 4 Minuten 24. 7 Minuten 14. Rein damit. Split Stack, Split All, Drop. Zack. Kann ich schon eine Preserving Bin bauen? Ganz rein zufällig meine ich jetzt also. Ich habe mir die Engrams noch gar nicht angeguckt, ob es da irgendwas Neues gibt, was mir so ins Auge fällt. Das machen wir mal eben. Was? Was ist das denn? Place a harvest in Timis. Okay. Ich habe gerade ehrlich keinen Schimmer, was ich damit anstellen soll. Place a harvest demis to show off your prowess. S plus fehlt wieder mal. Bombe. Nee. Wo ist dieses komische? Da. 10 Steine. Haben wir 10 Steine? Oh, 10 Steinchen hätte ich noch. 10 Steinchen, was noch? Zetsch. Okay, und was noch? 50 Wut. Oh, 100 Zetsch hätte ich. 50 Wut fehlt mir. Das können wir mal besorgen. Auf die Tür. Da drüben ist ein Baum. Machen wir nieder. 39. Und dann machen wir weh. Gut. Langt. Was auch immer das Ding da bewirkt. Craft One. Wir gucken es uns an. Stellen wir da mal in die Ecke. Und jetzt? Place a harvest demis to show off your prowess. Da muss ich wohl dieses komische Werkzeug bauen, wa? Zwei Steine, vier Flint. Hab ich auch noch. Zwei Steine. Ein bisschen Flint. Das kriegen wir auch noch zusammen. So, fertig. So, und nun legen wir es da rein. Jetzt brauchen wir ein totes Viech.
liegt hier irgendwo was Totes rum, zufällig. Frage ist, langt das, wenn ich es töte, oder? Da. Da ist auch wer. Guck mal. Wo bist du? Wo willst du? Oh ne. Oh ne. Das ist so ein scheiß Mikroraptor, mit dem wir hier nun gar nichts zu tun haben. So, null. Komm, bleib mir vom Leib, ja? Wir merken uns, unser Haus ist da hinten. Aber wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.